Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Come On Hier und Jetzt. Mein Name ist Moin Griech und ich bin heute für euch live in Flensburg. Das ist meine Heimatstadt und deswegen bin ich auch über die Weihnachtstage hier hingereist und habe festgestellt, dass hier etwas Interessantes passiert ist. Es gibt hier nämlich direkt neben dem Bahnhof einen kleinen Wald, der sogenannte Bahnhofswald, und der soll abgeholzt werden. Heute möchte ich euch nun zeigen, welche Menschen hier für die Erhaltung dieses Waldes eintreten. Also, komm mit! Und wie darf ich euch vorstellen? Ja, ich bin Jana. Ich bin Balu. Okay. Ich war ganz überrascht, als ich hier über Weihnachten wieder nach Flensburg gekommen bin und auf einmal diese ganzen Baumhäuser hier gesehen habe. Was habe ich verpasst im letzten Jahr? Was ist hier vorgefallen? Die Nacht zum 1. Oktober haben wir quasi hier den Wald hinter uns besetzt, weil hier ein Parkhaus und ein Hotel gebaut werden soll. Und deswegen soll dieser ganze Wald einfach abgeholzt werden, richtig? Ja, also auch kein einfaches Hotel irgendwie für jeder Mensch, sondern auch irgendwie ein Steigenberger Hotel, was halt schon mal per se teurer ist, wo sie Seminarräume auch noch reinbauen wollen und irgendwie ein funktionierendes Städteökosystem dafür Platz zu machen, so, das halten wir halt nicht für sinnvoll und gar nicht, ja, produktiv für zukünftige Generationen. Naja, vor allem sind halt auch gerade so städtische Tiny Forests mega wichtig für unsere Stadt, für das Stadtklima. Dementsprechend ist es halt auch einfach unnötig, einfach so einen schönen, guten Wald einfach abzuholzen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, dass natürlich für den Wald, der hier abgeholzt werden soll, auch Ausgleichsflächen geschaffen werden soll. Was haltet ihr denn davon? Naja, also die Ausgleichsflächen, die dafür geschaffen werden, die funktionieren nicht jetzt. Also die sind jetzt noch nicht vorhanden. So. Das sind Bäume, die ganz jung sind und die brauchen halt erstmal mehrere Jahrzehnte, so, um irgendwie so einen Wald überhaupt ersetzen zu können. Die Ausgleichsfläche schafft halt niemals die Werte, die dieser Wald jetzt gerade schafft. Also an sich vielleicht auch eine coole Idee, irgendwie mehr Flächen zu begrünen und noch mehr Bäume zu pflanzen, aber nicht anstatt eines Waldes, sondern neben einem Wald. Naja, was halt auch noch dazu kommt, ist halt, dass die Ausweichflächen halt nur gezählt werden für die Bäume, die als Bäume zählen, und die wenigsten Bäume, die hier abgefällt werden, werden offiziell als Bäume gezählt. So braucht es halt irgendwie. Genau, dieser kleine Baum, da steht ja auch dran, ich bin zu klein, um als Baum berücksichtigt zu werden. Dafür gibt es halt keine Ausweichfläche, also dafür gibt es halt keine Ersatzpflanzungen, sondern der verschwindet halt einfach, und wir haben hier auch ganz viele Bäume, die halt einen riesen Stamm haben, aber dann zählt das erst ab einer gewissen Höhe und dann hat er ganz viele andere Stämme, die abgehen, und dann ist es halt kein offizieller Baum, was halt total irrsinnig ist, weil es natürlich ein Baum ist. Also die Investoren sprechen von 53 Bäumen, die hier gefällt werden müssen, so, aber mit den ganzen kleinen Bäumen, die nachkommen, beziehungsweise die halt unter der Baumschutzsatzung rausfallen, sind es halt mehrere hunderte Bäume, die hier dafür weichen müssten. Und wenn du halt einen Baum, eine ganz alte Linde fällst, dann brauchst du, um wirklich das effektiv zu machen, brauchst du 1000 kleine neue Bäume, weil das ganze Blattwerk auch zählt, damit die CO2-Werte und so dann da gespeichert werden. Also die Besetzung läuft jetzt ja schon seit 3 Monaten. Was sind denn jetzt die nächsten wichtigen Termine? Wann soll hier gerodet werden zum Beispiel? Genau, und jetzt ist halt die Frage, ja, bis Ende Februar dürfen wir ja offiziell roden. Und so lange sind wir auf jeden Fall auch noch hier. Also es geht jetzt noch quasi erstmal um 2 Monate, die noch gekämpft werden muss. Ja. Wie kann man euch hier unterstützen? Was für Unterstützung wünscht ihr euch? Und vielleicht auch, was kann man politisch vielleicht tun? Wir haben zum Beispiel die BürgerInneninitiative, die gerade Gelder auch für die Klage sammelt. Das heißt, Menschen mit Kapital irgendwie überhaben können. Da irgendwie uns gerne unterstützen. Menschen, die Lust haben, mit uns den Kampf gemeinsam zu führen. Genau. Das ist auch immer schön, wenn neue Gesichter mal dazukommen. Ja, Nachtschichten übernehmen. Da
damit die Besetzis auch abends mal schlafen gehen können. Nur mal irgendwie warme Worte da lassen, ist auch immer richtig schön. Menschen, die dann auch bei Schlechtwetter irgendwie vorbeikommen und ein schlechtes Gewissen haben, dass sie drin im Trockenen sitzen und warm und dann nur mal kurz zum Hallo sagen vorbeikommen. Das ist halt auch alles irgendwie mega schön. Ja, wir haben eine Telegram-Gruppe, Boomdorp, so für Supporterinnen, so, wo Infos miteinander geteilt werden und auch mal gesagt wird, was mal benötigt wird. Und ja, da sind zum Beispiel auch unsere Materialliste angeheftet, was wir so noch brauchen, was wir uns wünschen. Ja. Okay, cool. Sage ich vielen, vielen Dank. So, das war nun unser kleiner Beitrag hier über die Bahnhofswaldbesetzung in Flensburg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt dabei. Ihr habt auch erfahren, wie ihr die Menschen hier unterstützen könnt. Das ist eine tolle Sache. Also, wenn ihr hier in der Nähe seid, kommt vorbei, unterstützt die Leute. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Ciao.